Tarifvertrag und auch ein Stück mehr Kohle. Und das andere, was ich noch viel wichtiger finde, ist die Eingruppierung von den Kollegen. Vor allen Dingen auch junge Kollegen, die jetzt frisch anfangen. Sollte diese Annäherung an den Nettoverdienst der Beamten passieren, aber nicht so insofern, dass die Beamten weniger bekommen, sondern dass wir gleich viel bekommen. Finde ich ein Skandal, eine grün-rote Regierung, die ja im Prinzip für Beteiligung der Bürger, für Demokratieförderung und so weiter noch auf so einem archaischen Denken, sie könnten an eine Entgeltordnung diktieren. Wir machen unseren Spaziergang durch die Stadt weiter. Folgen Sie mir unauffällig. Das habt ihr, das haben wir verdient. Dafür stehen wir heute hier. Ab jetzt gilt, wer nicht hören will, muss fühlen. Seit 2006 gibt es die Zusage, über die Eingruppierung von Lehrkräften zu verhandeln. Es muss endlich eine verlässliche Aussage zur Entgeltordnung der Lehrkräfte her. Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit. Ausgebildete Lehrkräfte kostet Geld. Und dieses Geld kann und muss die öffentliche Hand zur Verfügung stellen, egal ob Schuldenbremse oder nicht. We, your strike today, is for every single unemployed young person. It's for every single young student, because we want to make sure our kids have a good future. And that's your strike today. Solidarity. Ich finde es toll, dass ihr so viele hier auf diesem Platz seid. Eure Antwort, dieser Streik, ist die richtige Antwort für diese Landesregierung und für die Landesregierungen überhaupt. Ah.